Einen wunderschönen, was auch immer. Wir legen einfach los. Bin heute für einen Freitag, bin ich verhältnismäßig früh dran. Merke ich gerade, aber soll ja nicht schlimm sein. Allerdings, bevor es richtig losgeht, wir machen heute, wenn, also vorab machen wir was Außergewöhnliches und am Ende auch nochmal, wenn ich es nicht vergesse, weil es lohnt sich, für das eine nicht ein eigenes Video zu machen. Deswegen baue ich das hier jetzt mal kurz ein. Ich hatte nämlich nicht nur das Set bestellt in dem Rahmen, wo ich das Set bestellt habe, habe ich auch noch zwei andere Sachen bestellt. Das eine gucken wir uns jetzt fertig gebaut an, das andere machen wir einen Ausblick, wenn ich dran denke, am Ende. Und das habe nicht ich gebaut, das hat mein Sohn gebaut, weil er das gesehen und fand das ganz cool, und fragte, ob er das bauen kann. Wir haben hier eine Siebträgermaschine. Eine Siebträgermaschine, richtig mit schön silbernen Elementen hier mit, also hier ist Gold, läuft einmal hier so rum, ist also mit goldenen Platten, damit da hier diese goldene Kante entsteht. Wie gesagt, hier alles in Silber, also glänzend Silber, fast schon matt Chrom oder so. Ne? Hier steht irgendwie noch Beware of Scalding on Hot Surfaces. Print, 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 print. Aufkleber. Wieder das alte Drama inkonsequent. Gut, das wäre ein Print über mehrere Fliesen gewesen. Das haben die sich wohl nicht zugetraut. Deswegen haben sie gesagt, machen wir da einen Aufkleber. Hier dasselbe. Hier kommt eigentlich so ein Herz drauf. Ne? So ein, als wenn ein, so mit Sahne, mit Milchschaum und dann so ein Herz. Und das haben sie auch nicht gedruckt, weil es über zwei Fliesen gehen würde. Und deswegen haben sie da auch einen Aufkleber genommen. Den haben wir nicht, oder hat er nicht aufgeklebt, war seine Entscheidung. Aber der musste quasi sein, weil sonst ist es irgendwie witzlos. Ich weiß gar nicht, kann man die Siebträger, die kann man bestimmt abmachen, aber ich traue mich jetzt nicht. Falls jemand sich wundert, warum ich plötzlich so große Hände habe, wenn wir jetzt mal hier auch auf die Noppen gucken. Nein, ich habe nicht große Hände. Das ist zwei Drittel. Das sind diese Mini-Mikro-Bricks, also weil im Online-Shop stand Mini-Mikro-Bricks, also irgendwie beides, ne? Da war mir also schon klar, ah, das sind wieder die kleineren. Also habe ich hier irgendwas Banana for Scale. Also wenn wir uns mal jetzt angucken, hier, das sieht man jetzt nicht, weil alles wieder so dunkel ist. Also hier haben wir ein paar normale Noppen in dem Set und das sind halt normale Noppen. Ja, also wenn wir mal gucken, das sind vier Noppen und das wären vier Noppen original. Nicht, dass es original Lego ist, was ich hier in der Hand habe, aber es ist halt normale Größe. Ja, also wie gesagt, das war ein ganz witziges. Die fand ich irgendwie ganz knuffig. Achso, hier hinten auch ganz cool. Der, ne? Alles TransClear, weiß ich nicht, ob das der große Wassertank ist und das ist der, also das ist wahrscheinlich der Wassertank und das hier ist vermutlich der Milchtank. Ich weiß es nicht genau. Der kommt hier so rein. Ne? Also Unmengen von TransClear-Elementen, sehr viele Gold, für diese Kante ist hier viel Gold dabei und für diesen ganzen Bereich hier unten vorne ist halt ganz viel Chrom-Silber dabei. Paar Prints. Paar Aufkleber. Ganz schnuckelig. Wo packe ich das jetzt hin? Das packe ich aus dem Weg. So, und wenn ich es nicht komplett vergesse, weil, also die Ankunft, die Existenz von diesem Set heißt, dass ich hatte drei Sets bestellt. Eins war Warenhaus Europa, das ist das hier, was wir gleich weiterbauen. Und das andere, die beiden anderen Sets waren halt directly from China. Ist ja leider so. Waren auch in kürzester Zeit da. Ich drifte gerade ein bisschen ab. Zug dauert länger und ist teurer als Flieger. Das muss man wieder alles nicht verstehen. Ich würde gerne 3 Wochen warten und dann kommt es halt mit dem Zug. Es kommt aber stattdessen mit dem Flieger in schnell und billig. Naja. Ich habe hier gerade noch, ich will hier gerade noch mal was machen, weil das irritiert mich immer, wenn ich hier die Twitch-App noch offen habe, dann ist da immer noch der alte Chat und das irritiert mich immer. Also dann muss ich einmal aus der App rausgehen, wieder reingehen, hat sich gleich erledigt.
So, wir hatten. Wie geht's uns denn heute? Das hatte ich ja vorgestern gebaut. Gestern habe ich ja Let's Play gestreamt, was ich eigentlich mittwochs machen wollte. Ach so, haha, das Tablet hat noch gar kein. Das Tablet hat noch WLAN. Das kommt, wenn man das aus Stromspargründen immer ausmacht. Ja, also wie gesagt, das. Motor hatten wir, es geht also hier weiter. Wir haben wieder wir schneiden wieder was zurecht. Jetzt machen wir hier erstmal wieder alles weg, alle Benachrichtigungen. Jetzt dann ploppen nämlich die ganzen Benachrichtigungen auf, wenn man dem Ding endlich wieder WLAN gibt. So, und jetzt sind wir im Stream Manager. Ein Zuschauer, 7 Minuten 16, bin ich schon 7 Minuten tatsächlich. Gott, oh Gott, oh Gott, und noch kein einziges Teil gebaut. Gut, also Motor. Da wurde erklärt, wie man den anbaut. Wir hatten gesehen, man kann den sehr leicht wegklappen oder abnehmen, um dann die echten Motoren darunter zu bauen. Aber wir wollen jetzt einen Kotflügel bauen. Dafür brauchen wir einen 90 Grad geknickten Konnektor. Also ich habe ein bisschen Teile hier wieder zusammengeschmissen, weil ich habe den nächsten Bauabschnitt, den letzten Bauabschnitt, den fünften, habe ich schon ausgepackt. Steht da hinten. Aber ich weiß, glaube nicht, dass wir zu dem heute noch kommen. Das hier sieht mir eigentlich, sage ich mal, komplex genug aus. Und von dem, was ich hier noch an Teilen rumliegen habe, sieht es auch noch so aus, als wenn ein das eine ganze Weile beschäftigen könnte. So, den brauchen wir noch. Also, der kommt da. Und der oben drauf. Und den kann ich jetzt tatsächlich mal so hinstellen, wie die Anleitung es will. Was manchmal einfach ganz hilfreich ist, um nicht die Orientierung zu verlieren. Der soll nämlich dahin zeigen. Dahin zeigen. Das ist wieder ein 90 Grad geknickt. Das ist nicht 90 Grad. 90 Grad. Du. Du. Und zwei halbe Liftarme. Gut, wenig überraschend kommen die halben Liftarme, die der. Der soll nach da zeigen. Das ist wieder eine interessante Konstruktion hier. Und der kommt da drauf. So, du Simple Connector. Schwarzer Pin in Simple Connector. So, und du zeigst nach unten. Und okay, jetzt kippt es gleich um. Ja, jetzt drehen wir das Ganze aber auch um und dann nehmen wir zwei. Ich habe noch ganz viele schwarze kleine Panels. Kann ich noch ganz viele von anbieten. Na. So. So. Wieder umdrehen. Jetzt kann man es auch wieder hinstellen. Auch praktisch. So, kleine grüne Flügel. Wieder zweite. Ich habe auch ganz viele von diesen zweier halben Liftarm noch. Also können wir noch eine Menge von verbrauchen. Du zeigst nach oben. Da kommt eine Achse. Du zeigst nach da. So, und Moment. Das ist der. Ach so, kommt in den anderen Flügel rein. Und das kommt jetzt hier in den Kotflügel. Jetzt brauchen wir wieder 90 Grad. Wieder eine rote Achse, wieder zwei halbe Liftarme, aber noch ein blauer Dreierpin. Runtergefallen. Jetzt habe ich das hier so gedreht, dass ich gar nicht mehr weiß. Ach so, nee, den darf ich.
Das ist jetzt keine illegale Bautechnik. Da war ich nur zu voreilig. Erst den da drauf und dann den Pin dadurch. Keine illegale Bautechnik. Alles gut. Schwarze Stange mit Knubbel. Eine rechteckige Flacke und eine dreieckige Flacke. Die ganze Geschichte geht. Okay, die sollen nicht bis zum Anschlag, sondern nur. Hallo? Ein Stück weiter wäre schon. Ich hätte die Stange doch noch ein Stück. Ah, ja, das habe ich mir gedacht. Wenn man will, dass es noch ein Stück weiter geht, geht es natürlich wieder viel zu weit. Jetzt muss ich das wieder in die andere Richtung. Das Spiel können wir noch ein paar Mal hin und her machen. Ich kann da auch nicht irgendwie mit dem Abstand. Jetzt haben wir ein paar Mal hin und her gemacht. Jetzt ist es lockerer geworden. Okay. Ihr sollt wieder bis ans Ende. So, ja, so. So gefällt mir das. Das soll nämlich so ein bisschen schräg stehen, wenn ich das richtig erkenne. So. Dann haben wir hier einer Liftarm mit einem schwarzen Pin. So, und jetzt kommt wieder der Punkt. Er sagt hier 6, aber die Korrekturgeschichte hatte uns ja gesagt 8. Das heißt, wir brauchen jetzt, achso, dann brauche ich noch, naja, das kann ich auch gleich. So, wir brauchen jetzt also das Maß, ist erstmal, wir fangen erstmal mit 8 an. Ich weiß gar nicht, wie viel habe ich hier denn noch? Boah, locker 2x8. Aber wir fangen mal mit 8 an. Wie gesagt, in der Anleitung steht 6, nicht wundern, aber da war ja eine Anleitung, die sagte, da haben wir Mist gebaut. Wir schneiden erstmal optimistisch. Und dann gucken wir mal, wie uns das Ergebnis gefällt. Die eine Seite kommt da drauf. Die andere Seite ist schlauer, die erst in den Connector zu packen. So. Der kommt nämlich jetzt hier auf die Bar drauf und der soll nämlich dann hier drauf und dann gucken wir mal und stellen fest, das ist viel zu viel. Also was haben die sich dabei gedacht? Das ist doch viel zu viel, wenn ich 8 mache, wie es in der Korrektur steht. Jetzt machen wir Folgendes. Wir können ja mal, wenn ich den jetzt, das Problem ist, in dem Moment, wo ich ihn so ein bisschen zur Seite mache, ist es ja nicht mehr genau die Position. Also wir gehen jetzt einfach mal ein weniger, ein mehr. Wir machen erstmal so. Wir tasten uns ran. Ja. Ist das gut oder? Das Blöde ist, er kommt hier halt an dieser Seite, ist er halt komplett, kommt er komplett gerade. Aber eigentlich ist das gut so. Das ist ein gutes Maß. Das heißt, wir machen den anderen genauso lang. Was nicht so einfach ist, weil er so ein bisschen gebogen ist. Müssen wir erstmal ein bisschen auf Kurs bringen.
Guck mal, ich hätte sogar noch. Der Rest würde auch noch reichen. Gut, achso, Messer. Den schmeiße ich mir hier mal zu den Pins. Und der kommt wieder da, wo er hingehört. Also wo er hin soll, wo er wohnt. Geh doch, wo du wohnst. So. Sehr schön. Gut, dann kommt der schwarze Kotflügel. Hier, ne? Vorne war ja schwarz-schwarz Kotflügel und hinten ist schwarz. Nee, vorne war grün-grün, hier ist schwarz-grün. Hier lässt er sich leider nicht so weit schieben. Hier luschert immer ein bisschen blau durch, was wieder danach schreit, einen schwarzen Axtpin zu benutzen. Hätte ich, glaube ich, sogar in meiner Sammlung einen schwarzen Axtpin. Gut, das sieht gut aus. Und diese ganze Geschichte sollen wir jetzt über Kopf. Achso, muss ich das Set wieder über Kopf. Ich lege das so ungern über Kopf, das Set, weil das habt ihr. Ihr habt mich da schon Sachen anbauen lassen. Also wenn diese Dinger hier noch nicht dran wären, dann könnte man es gut auf den Kopf legen. Aber wenn ich es jetzt auf den Kopf lege, oder ich baue die nochmal wieder ab, dann könnte ich sie, dann würden die nämlich hier drauf liegen. Na gut, wo soll er denn hin? Vielleicht kann ich es ja auch einfach so anbauen. Schwarz nach innen. Wo ist denn hier? Hier müsst ihr. Ach, da! Da ist eine Achse. Wenn ich dich da drauf. Man kann nur leider überhaupt nicht erkennen. Da ist ein Pin. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, soll ich den oberen oder den unteren Pin? Das ist der. Ich muss den nehmen. Ja, das sieht auch alles gut aus. Ich hätte gerne mal eine Abbildung im umgedrehten Zustand. Ja. Doch, ja. Ich könnte den höher setzen, aber dann würde es überhaupt nicht passen. Außerdem sieht das so gut aus. Sehr schön. Das war, ne? Kotflügel hinten. Und ich ziehe hier schon wieder. Jungs, dass ihr nur auf dem halben Pin sitzt, das ist echt nicht schlau. Die ganze Sache nochmal andersrum. Also, was haben wir denn hier? Fangen wir damit an? 35. Nee, 33. Vorschaubild 33. Ja, also ich glaube, ich hole mir jetzt erstmal ein paar rechtwinklige Konnektoren, damit ich nicht dafür immer mich umdrehen muss. Zack, 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 zack. 33. Du. Nein. So. Rot. Schwarz. 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 Jetzt muss ich. Nee, jetzt kommt. Zweier Lift an. Oh, ich hab. Es zieht ein bisschen. Irgendwie. Weiß ich nicht. Falsches gegessen. Zu viel Aufregung heute. Ich glaube, ein bisschen zu viel Aufregung heute. Ja, das ist schön, dass ich jetzt hier wieder so eine Defender-Meldung. Aber ihr seht die ja zum Glück nicht. Gut, dann brauche ich dich mit einem Axtpin nach unten, der möglichst auch ordentlich ausgerichtet ist. Der kommt dahin und. Ach nee, da kam der Simple Connector mit dem schwarzen Pin nach da. Nee, wir haben nämlich. Hab ich zu viel? Eins, zwei, nein, eins, zwei, drei. Ich habe vier rausgeholt. Gut,
Es musste ein Tisch abgeholt werden, den wir schon gekauft hatten, aber der nicht in unser Auto passte. Es passt, glaube ich, gibt kaum einen Tisch, der in unser Auto passt. Na, jedenfalls haben wir den heute abgeholt und dafür haben wir ein Miles Auto gemietet, ein VW-Bus. VW-Transport, aber ja nicht für die Personenbeförderung gedacht. Ja, und dann bin ich zum ersten Mal nach sehr langer Zeit, ich weiß nicht wie langer Zeit, aber nach sehr langer Zeit, bin ich mal wieder Schaltung gefahren. Und es kommt jetzt ja noch erschwerend hinzu, ich bin Schaltung gefahren und ich habe gebremst. Also es ist halt so, mit dem E-Up fahre ich halt in diesem One-Pedal-Modus, also da, wo man eigentlich die Bremse so gut wie gar nicht mehr braucht. Also sprich mit maximaler Rekuperation. Und jetzt musste ich bremsen mit einem Auto, bei dem die Bremse auch ein bisschen sehr ein wenig. Also da passierte erst nichts eine Zeit lang und dann sehr plötzlich sehr viel. Die weiß ich nicht, ob das ein, warte mal, ob das ein Verschleißzeichen ist. Dass da mal die Bremsbeläge erneuert werden müssen. Aber wie gesagt, erst passiert gar nichts und dann kommt ein ganz kurzer Bereich, wo man dosieren kann und dann ist sofort Vollbremsung. Und das war doch nicht einfach. Siehst du, ich brauche doch noch den vierten. Hatte ich richtig in Erinnerung. Also das war die größte Herausforderung. Das Kuppeln hatte ich ruckzuck wieder drin, aber das Bremsen war doch wirklich so immer so, ja. Aufpassen, dass man nicht zu doll bremst, weil er sonst sofort so pff, in die Knie gegangen ist. Nee, hier habe ich, glaube ich, ein Orientierungsproblem, weil es kann so nicht sein, weil der kam so da drauf und dann kam die Achse da durch. Ich erinnere mich. So. Ach ja, jetzt kommen wieder die Flaggen. Wie heißt das? Funreflex. So, schön aneinander. Soll ja wie ein Element aussehen. Und jetzt kommt wieder die Herausforderung, das da durchzufriemeln. Nicht zu. So. Das ist genau richtig gewesen. Bisschen schräger noch. Du. Nein, andersrum. So rum. Du, schwarzer Pin. Da drauf. Andere Seite. Achspin. Grüner Konnektor. Blauer Pin. Ja, machen wir. Du gehst erstmal zur Seite. Der wird erstmal angebaut und dann kümmern wir uns um die Geschichte. Sieht doch gut aus. Also 6 wäre eindeutig zu kurz gewesen, 8 fand ich zu lang. Eigentlich wäre 7 perfekt gewesen. War das nicht bei der anderen Seite auch so? Oder war es dann nur ein bisschen? Egal. Achso, schwarzer Kotflügel. Ah, stoppet. Wie war das jetzt? Hatte ich das Problem auf der anderen Seite auch? Ach, guck mal, sehe ich gerade, dass der gar nicht richtig drauf ist, weil das hier ist auch ein bisschen illegale Bautechnik, sehe ich gerade. Das war mir auf der anderen Seite gar nicht so aufgefallen. Dass der da und da. Gut. Und diese ganze Geschichte kommt jetzt einmal da dran und einmal, das ist wieder nichts zum Gegendrücken, da dran.
Sehr schön. Auf beiden Seiten symmetrisch. Ich gucke jetzt mal von der Seite. Doch, das sieht alles sehr gut aus. Wie gesagt. So. Nee, das sieht scheiße aus. Hey, wie habe ich das denn hingekriegt? Oder habe ich vergessen, weiter zu blättern? Nein, habe ich nicht. Aber ich habe Schwarz und Grün verwechselt. Wie geht das denn? Wie kann ich denn Schwarz und Grün verwechseln? Wisst ihr was? Man hätte es auch so bauen können. Ich hätte den zuerst anbauen können. Der ist hier unter. Seht ihr nicht? Dann könnte man es so anbauen. Aber wieso? Wie habe ich es denn geschafft? Grün und Schwarz so komplett durcheinander zu kriegen. Rätsel über Rätsel. Jetzt müssen wir sehen, wie wir das wieder auseinanderkriegen. Und wir haben ja gemerkt, das ist nicht so einfach bei dieser interessanten Bauweise. Ach, guck mal. Das ist auch wieder so. Hättet ihr mich das so bauen lassen, hätte ich nicht so illegal bauen müssen. Bin ich jetzt verkehrt? Da muss ich hin. Ich stehe immer noch vor einem Rätsel, wie das passieren konnte. Aber wenn ich mir jetzt die Anleitung angucke, ist es ganz logisch, dass es so rum ist. Okay, wie ich sagte, war ein sehr aufregender Tag. Große Herausforderung. Hier auf dem Parkplatz das Auto einmal war natürlich hier nicht vor dem Grundstück parkplatzfrei, sondern ich musste aufs Grundstück fahren und es ist sehr eng hier auf dem Grundstück. Das Drauffahren ging noch, das Runterfahren war dann ein Abenteuer, weil natürlich genau in dem Moment, wo wir uns mal ein großes Auto leihen, um was zu transportieren, und wir vom Grundstück runterfahren. Genau in dem Moment meint die Stadtreinigung Hamburg, auf der gegenüberliegenden Seite auf dem Bürgersteig parken zu müssen. Ne? Eine Seite Schrottauto, also hier Müllpressenauto, anderes LKW für gute Sachen. Und sozusagen genau links und rechts auf der anderen Straßenseite auf dem Fußweg. So dass ich kaum rumgekommen bin mit dem T6. Es ist eine Pracht. Gut, das haben wir jetzt aber. So, was bauen wir denn jetzt Komisches? Ach, jetzt bauen wir diesen Klotz hier. Spannend. Was bauen wir da? Ach ja, wir bauen ja noch das ganze Heck. Also, wie gesagt, das ist immer noch Bauabschnitt 4. Also, wir sind immer noch Bauabschnitt 4. Gut, ein 7er Lift. Ja, gestern Let's Play. Es war, sagen wir mal so, ich mache ja hier schon teilweise katastrophische Sachen, aber das habe ich gestern beim Let's Play nochmal getoppt. Ich habe eine Mission, das ist alles noch Chapter 1, das ist eigentlich alles noch Tutorial, man lernt mit Waffen, Pferd, Lasso und allen möglichen umzugehen. Und in der einen Mission geht man Hirsche jagen. Und ich habe das schon ein paar Mal ja gesehen. Ist ja für mich kein. Ich spiele das Spiel ja nicht blind, wie man so schön sagt. Und ich wusste eigentlich ganz genau, wo ich hin muss und wo die Tiere sind. Theoretisch wusste ich auch, wie das mit dem Bogen geht. Jagt mit Pfeil und Bogen, weil Schüsse rennen die Tiere weg. Man will mehr als ein Tier fangen. Und ich habe so abgelost. Ich habe das so überhaupt nicht gebacken gekriegt, mit diesem Pfeil und Bogen vernünftig umzugehen. Und dann hatte ich die Mission endlich geschafft, natürlich mit Bronze, weil alle Bedingungen so mit zwei Schüssen zwei Tiere erlegen und
Soweit, das habe ich natürlich alles nicht geschafft. Und dann war ich wieder zurück im Camp und ich wollte noch nicht die nächste Mission starten. Ich wollte noch ein bisschen Reiten üben. So. Und dann bin ich mit meinem Pferd so, sag ich mal, davon galoppiert, weil ich halt ein bisschen Reiten üben wollte. Und dann reite ich und dann kam schon mal das, als ich ohne Pferd das Lager verlassen habe, um irgendwie ein paar Sachen auszuprobieren, kam auch schon, oh, Wetter ist scheiße, Schneesturm, kehr mal zurück ins Camp. Habe ich damals gemacht. Diesmal auch. Ja, Wetter ist, also Weather is harsh, return to camp. Ich so, ja, mache ich gleich. Und dann plötzlich so, puff, Pferd tot. Ich so, okay. Das finde ich jetzt ein bisschen hart, aber das haben die sich halt so ausgedacht. Nach dem Motto, du sollst im ersten Chapter, im Tutorial, sollst du noch nicht auf eigene Faust, ist ja ein Open-World-Spiel, dich durch die Weltgeschichte bewegen. Du könntest theoretisch ja die ganze Welt schon bereisen, das wollen sie aber nicht. Und dann war mein Pferd tot. Und ich so, Kacke. Ist mein Pferd tot? Was mache ich jetzt? Apropos, was mache ich jetzt? Also ich soll das Modell eigentlich wieder über Kopf halten. Habe ich keinen Box zu. Das heißt, ich muss die Abbildung, die ich hier sehe, jetzt im Kopf wieder umdrehen. Muss das. Nee, dann muss ich das Teil ja auch umdrehen. Das muss dann nach oben. Und das sind dann die beiden. Oder die beiden. Leute, wenn ihr das ein bisschen. Ah, ja. Doch, da, genau da muss ich hin, weil da sind noch mehr Pins. Naja, und dann ich so, oh, was für ein Scheiß. Jetzt ist dein Pferd gestorben. Du hast die Mission eh so grottig gemacht. Dann speicherst du jetzt einfach und versuchst die Mission nochmal zu machen. Und wenn du Glück hast, machst du sie besser, wenn du Pech hast, machst du sie genauso katastrophal, wie du sie im ersten Anlauf gemacht hast, aber wenigstens lebt dein Pferd dann noch. Also habe ich die Mission nochmal gestartet. Und was soll ich sagen? Mit Gold abgeschlossen. Weil ich habe wie ein, weiß ich nicht, junger Gott, wie auch immer junge Götter das machen, habe ich. Achso, ich muss ja umdenken. Das ist nicht einfach, das Umdenken. Da soll der hin. Ist es ein Siebener? Ja. Also, wie gesagt, wie ein junger Gott habe ich da die mit Pfeil und Bogen hantiert, habe die Rehe erlegt, die ich erlegen sollte. Und deswegen habe ich die Mission jetzt mit Gold abgeschlossen. Und natürlich, ich habe dann den alten Spielstand gleich gelöscht, damit ich den nicht aus Versehen lade. Ja, und. Ich habe jetzt hier hinten irgendwie das Heck zugetackert. Ja, und dann habe ich halt gesagt, gut, aber jetzt ist wirklich, also ich weiß halt, dass die nächste Mission sehr lange dauert und deswegen habe ich die nächste Mission noch nicht gestartet. Aber wenigstens habe ich jetzt mein Pferd. Das habe ich auch, als ich die Mission das zweite Mal gemacht habe, habe ich das Pferd ganz oft gelobt oder ja, beruhigt. Das hatte ich beim ersten Mal aber auch gemacht und habe dann eben dann wurde mein Pferd aufgelevelt, beziehungsweise meine Dings da, meine, na, wie heißt das, meine Beziehung zu dem Pferd wurde aufgelevelt, so dass ich jetzt mein Pferd, wie Rearing nannte sich das auf Englisch, das so, dass das Pferd so hoch steigt. Also wenn mein Pferd steht, kann ich mit der Tastenkombination machen, dass es so die Hufe vorne so hoch nimmt. Wozu auch immer ich das mal gebrauchen kann. Nee, andersrum. Obwohl, ist egal, hätte ich auch umdrehen können. Gut, jetzt habe ich das. Jetzt kommen hier die Hülsen kommen also langsam ins Spiel. Da habe ich nämlich ganz viele von. Hülsen, Früchte. Ja, und jetzt werde ich irgendwann die nächste Mission spielen, von der ich aber weiß, dass sie sehr, sehr lang ist. Und das Blöde ist, man kann bei dem Spiel halt Missionen nicht unterbrechen oder nicht innerhalb einer Mission kann man nicht speichern. Das heißt, man muss die Mission durchspielen. Natürlich kann man das Spiel quasi anhalten
Und dann kann man den Rechner laufen lassen. Beziehungsweise ich lasse meinen Rechner ja eigentlich immer nur in den Ruhezustand gehen. Das heißt, ich kann auf diese Art und Weise natürlich das Spiel stoppen, wann immer ich lustig bin. Muss ich nur hoffen, dass mein Rechner nicht sagt, oh, weißt du, ich habe hier so ein paar Updates zu installieren. Ich starte mal kurz neu. So. Ja, wie gesagt, das war gestern. Noch ein paar mehr. Viermal, viermal, zweimal. Er hat mir nicht gesagt, ich soll ihn zweimal bauen. Ach, das Ganze soll ich zweimal bauen. Ich honk. Steht da. Zweimal. Das bezieht sich auf den ganzen Klumpen. Oh. Okay, kriegen wir hin. Und ich wundere mich, dass ich noch so viele Teile übrig habe. Zack, so, du gehörst so rum. Und genau, davon habe ich auch noch zwei. Und ich habe auch noch vier von diesen Noppenpins. Das ergibt alles. Everything makes sense. Genau, passt auch zu dem Spiel. Everything makes sense. Vertrau mir, Bruder. Versuch den mal jetzt zuerst da. Also ganz zuerst war das ja auch nicht. Aber das Schöne ist, die sitzen so fest, dass man. Und sie sagen einem ja eigentlich auch. Also ich versuche mich jetzt so daran zu halten, wie die Anleitung sagt, wie man die Schlitze machen soll. Weil man vielleicht sie nachher von der Seite sieht, mache ich die Schlitze alle nach. Was jetzt oben ist. So. Zweimal. Jetzt kommen hier die Plates. Die sollen mit den Liftarm abschließen. Ne, ne, ne. Stopp, 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 stopp. Und nun ganz viele von diesen gewinkelten. Ich hole die mal einfach hier rüber. Okay, davon soll. Das sind quasi die Endstücke. Die kommen hier. So. Und dann wird das einfach zugetackert mit den Dingern. Genau. Das heißt, die halten sich eigentlich nur an diesen Noppen hier. Hätte man vielleicht noch eine Plate da unter gönnen können. Weil so muss man nachher wieder aufpassen, dass man nicht hier drückt, weil wenn man da drückt, hauen die halt ab. Da, wie gesagt, hätte man noch. Na, ich weiß nicht, ob da eine Plate noch untergepasst hätte. Kann natürlich sein, dass das nicht gepasst hätte. Okay, andere Seite wird, glaube ich, jetzt ein bisschen trickier. Ist nicht so einfach, die anzudrücken. Man hat ja nur die Schräge zum Andrücken. Sieht schon interessant aus. So. Und. Warte. Wie gesagt. Also ich würde behaupten, da hätte noch. Wo
kann man das sehen? Ich würde behaupten, er hätte noch eine Plate untergepasst. 1, 2, 3, 4, 5 mal 2 gibt es natürlich nicht. Aber man hätte natürlich eine 6 mal 2 Plate und hier dann zwei Zweier Plates übereinander. Hätte den Effekt, dass hier eine große Plate unter gewesen wäre. Hätte Fahrradkette. Ups, wie habe ich den denn angesetzt? Die haben sich jetzt alle ein bisschen schräg gestellt. Was soll das denn? Könnt ihr alle mal bitte wieder ein bisschen euch in die andere Richtung drehen? Besser. Besser ist. Hey, das ist doch ätzend, wie die sich. Ich habe auch keine Plate, die ich, keine Fliese, die ich temporär da unterschieben kann. Jetzt hat sich die da so komisch weggedrückt. Das ist bautechnisch nicht so toll. Also wie gesagt, da hätten sie noch mal eine Plate, mehrere Plates, irgendwas da unterpacken sollen. Das hätte unheimlich zur Stabilität und zur Gleichmäßigkeit beigetragen. Gut, das sind jetzt die Auspuffpakete. Ne? Drei Dreier. Und die soll ich jetzt wo anbauen? Ich habe da. Die sparen sich aber auch echt alles an Pfeilen. Also bei dem einen zeigt er mir da, dafür zeigt er mir den Pfeil nicht, dafür zeigt er mir den Pfeil da, dafür zeigt er den anderen Pfeil nicht. Muss ich mir sozusagen von jeder Seite zusammen ein, muss ich mir jeweils von der anderen Seite abgucken. Ist aber auch möglich. Ich muss da ja vorsichtig mit umgehen, weil das ist ja, sind ja die Klemmbausteine. Ach, und diese. Warte mal, da komme ich nicht hinter. Ist auch wieder ein Liftarm mit nichts dahinter. Sagen wir so, ganz schön wuchtig. Jetzt kommt aber offensichtlich, jetzt lässt er mich da noch. Hä? Okay, jetzt, das ist jetzt interessant. Das ist etwas verwirrend. Jetzt zeigt er uns hier, wie wir die da anbauen. Und direkt daneben zeigt er uns das. Aber das gehört dazu und das gehört zum nächsten. Ach, das bauen wir zweimal, sehe ich das richtig? Das bauen wir zweimal. Bauen wir das symmetrisch? Da gehen nämlich jetzt eine Menge Teile hinein. Ne, wir bauen es hintereinander. Okay. Ein Geraden. Ein Endstück, ein Fünfer, bist du fünf, du bist fünf, drei, zwei, zwei davon. Okay, und hier wird uns erstmal gezeigt, wie wir die zu. Ah, der fehlt noch. Wir fangen an. Achso, der bekommt noch einen blauen Pin. Der geknickt. Der Endstück. Endstück bekommt Pin.
Der davor bekommt auch Pin. Der kommt von da. Wir drehen das Ganze um. Besorgen uns zwei 5er Liftarme, einen schwarzen Pin. Achso, okay. Zwei 7er Liftarme, zwei schwarze Pins. Und okay. Ach, und wieder so eine Konstruktion, aber diesmal aus zwei Dreierstangen, Vierer, eine Viererstange, ein Geraden, ich glaube ich, warte mal, das ist Fünfer, ich glaube ich habe nur noch Fünfer. Wenn ich mir das hier so angucke. Und einen schwarzen Pin. Okay. Dreierachse. Links und rechts. Fünfer. Und der kriegt die Viererachse. Und das Ganze kommt. So, und das kommt mit dieser Seite voran. Ah, wir hatten hier, man mag sich erinnern, vor einer halben Ewigkeit hatten wir hier so zwei blaue Pins. Und die steckten beide auf so schrägen Moment. Ja, das war ein bisschen zuvor. Oh oh. Na, wenn das keine illegale Bautechnik ist, dann weiß ich auch nicht. Ach Jungs. Vielleicht hätte ich die eher da einsetzen sollen. Puh. Ja. Also sagen wir mal so. Er gibt einen interessanten Winkel, aber ich habe so meine Zweifel, ob das nicht justiziabel ist. Hier das. Genau das, was jetzt angestrahlt wird. Das steht jetzt völlig schief im Raum. Aber okay. Vielleicht ist das. Macht das nur den Eindruck, als wenn das gewirkt ist. Vielleicht ist es auch gewirkt. Ach nee. Jetzt wieder die Geschichte. Ich hole die Sachen mal näher ran, weil die brauchen wir wohl jetzt alle. Früher oder später. Gut, wir, warte mal, nicht den Überblick verlieren. Da fangen wir an. Wir fangen an mit einem Geraden. Der kriegt ein Endstück. Bekommt so ein. Bekommt ein Fünfer. Bekommt so ein. Bekommt ein Endstück. Pin. 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 Und ja, das wird uns jetzt ein bisschen anders gezeigt, wie wir das machen sollen. Hier kommen wieder die beiden Fünfer. Genau. So, so und unten der Pin. Die beiden Siebener. Moment, ja, ragt darüber hinaus. Und jetzt nehmen wir hier, dann brauchen wir wieder die beiden Dreier, die Vierer, den Geraden, der bekommt einen Pin,
Ob ich die vier. Ach, da ist die Viererachse. Ihr seid über. Also, erstmal. Genau. Und den bauen wir jetzt genauso komisch an wie den eben. Diesmal baue ich erst den an. Ja, ist auch nicht schlauer. Jetzt komme ich an das Pinhole nicht so richtig. Jetzt ist der da rausge. Geschafft. Wie gesagt, sieht jetzt. Ne, die ist jetzt leider unscharf, weil ich ja den Autofokus ausgemacht habe, aber jetzt haben wir hier so die schrägen Winkel um die Sachen herum. Gut finde ich das alles nicht. Gut, wir haben ein Endstück, einen geknickten, wieder mit so einem. Aber die zeigen in die Richtung und der zeigt in die andere Richtung. Das ist interessant. Zwei Fünfer. Stop it. Wenn ich von dem zweiten dachte, die kommen beide gleich. Der obere, der eine kommt. So. Und der andere kommt. So. Schwarze Krallen, schwarze Krallen, schwarze Krallen. Schwarze Kralle. Schwarze Kralle. Und Stange mit Gedöns. Ja. Und der kommt jetzt. Wir haben hier, das hat man vielleicht gerade gesehen, wir haben hier noch so eine vorlaute rote Achse und da kommt das drauf. Und damit hätten wir von unserem Heck Y die erste rote Linie. Da brauchen wir immer noch zwei mehr. Oha. Fünf. Fünf, fünf, fünf. Okay, stimmt, wir mussten ja noch was schneiden. Bitte schneiden, bitte schneiden. Ich muss mal hier ein bisschen. Ich hole die schon mal alle ins Bild. Die brauche ich nämlich gleich alle. Du bist erledigt. Gut, wie soll das jetzt gehen? Also, wir nehmen ein Grün und drei Schwarze. Das bauen wir zweimal. Aber das wird jetzt tricky, weil man das echt schlecht erkennen kann in dieser isometrischen Ansicht, wie das jetzt genau gedacht ist. Ist es richtig? Nein, das ist nicht richtig. Der hätte nämlich erst durch den grünen gehen sollen und dann durch den schwarzen. Okay. Und dann kommt wieder ein. Achso. Und hier kommt ein Pin. Und da kommt ein Pin. Und dann soll ich so. Und da sollst du links. Und hier kommt auch wieder ein grüner. So.
Gut, das war das. Jetzt kommt ein grüner, zwei schwarze. Ach so. Ich habe das Gefühl, wir bauen hier wieder Sachen, die jetzt quasi im Raum schweben und erst später dann quasi ihren Halt bekommen. Weil hier gibt es ja jetzt keine Verbindung. Hier kommt wieder ein schwarzer Pin rein. Da war keiner. Hier kommt wieder ein grüner. Na. Also ich muss das jetzt hier so halten, weil in der Anleitung bleibt das alles so, aber hier sind das zwei getrennte Sachen. In der Anleitung sieht das alles super aus. Nämlich so. Nun kommt eine rote Zweierachse, ein halber Liftarm, eine Viererachse mit Stopp. Wieso jetzt nochmal ein halber Liftarm? Wollt ihr mich verarschen? Eine Fünferachse, ein Achsstopper, ein Achsstopper und so eine. So, was baue ich denn jetzt hier? Was ich tue, aber das ist ja nichts Neues. Hier kommt jetzt die rote Achse, dann kommt der andere im 90-Grad-Winkel dazu. Da kommst du, da kommst du und da kommst du. Okay. Nee. So nicht. Leute, wie stellt ihr euch das vor? Ich würde ja denken, so. Das kann man nur überhaupt nicht erkennen. Also hier sehe ich nicht, dass die graue Achse da durchgeht. Ich weiß halt nicht, ob die graue Achse da durchgehen soll oder ob sie daneben gehen soll. Dann würde es so aussehen. Okay, da sieht man es. Die graue Achse geht nicht durch. Das ist irgendwie alles ziemlich. Warte mal, ich muss es mir mal von. Okay. Wir bauen jetzt. Ich muss jetzt erstmal einfach weiterbauen, weil ich habe. Man kann es halt überhaupt nicht sehen. Jetzt kommt da einer von den schwarzen Flügeln. Achso, an die schwarzen Flügel muss ich noch was anbauen. Da kommt eine Dreierachse ans Ende. Auf die Dreierachse kommen zwei halbe Liftarme. Nee, 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 da kommt noch mehr. Da kommt noch ein zweier Liftarm. Und einer. Ach so, und der andere kommt gleich woanders hin. Der kommt nämlich hier hinten drauf und verbindet das miteinander. Okay. Und jetzt soll ich das Ganze umdrehen. Und zwar so. Ja, und jetzt sieht es doch sehr danach aus. So, jetzt soll ich zwei schwarze Stangen nehmen und eine rote. Und
die schwarze geht hier durch. Die geht durch die Pins durch und sorgt nämlich dafür, dass... Ja, also sagen wir so, das hätten die... Die hat überhaupt keinen Bock, durch die Pins durchzugehen. Okay, machen wir erstmal. Gucken wir mal, ob die andere besser drauf ist. Oh, oh, du. Okay. Gucken wir mal, was die sagt. Die soll nämlich... Guck mal, die ist friedlich. Die sagt, ich gehe hier durch. Ich finde das super. Ich liebe meinen Job. Aber die schwarzen Achsen... Die kann ich noch nicht so ganz zur Mitarbeit bewegen. Ich weiß auch nicht, gucken die am Ende noch... Dürfen die am Ende noch ein Stück rausgucken? Nee, laut Abbildung nicht. Laut... Aua! Das Problem ist, ich habe jetzt die Wahl zwischen Pin ganz, ganz am Ziel. Also, du guckst hier noch ein bisschen raus. Das wäre jetzt nicht so dramatisch, aber ich... Also eigentlich sollte so ein Bar, so ein Viererbar, sollte in vier Sachen eigentlich verschwinden. Ich muss hier leider außerhalb des Spielfeldes mal wieder die... Der will da nicht durch. Ich habe hier im Raum einen Hammer. Das wäre natürlich schon... Sie entschuldigen mich kurz. Ich mach kein hier geht gleich weiter, habe ich keine Lust zu. Das ist, frisst mich hier schon wieder alles so dermaßen an. Alleine, dass jetzt hier das Kabel sich mit dem Kabel verheiratet hat. Ich glaube, zieh ich den Stecker ab? Ich zieh den Stecker ab. So. Wenn es jetzt nicht kompletter Humbug war, dann ist mein Mikro wieder angeschlossen und da jetzt mein Kopfhörer wieder angeschlossen ist, kann ich mich auch wieder kontroll hören. Hallo? 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 Ach, das ist alles so. Mit Kabeln, Kontakten. Ah, immer wenn ich das Kabel hier in meiner Hosentasche verstaue, geht die Verbindung flöten. So, jetzt aber. Jetzt aber? Ich sehe, da sehe ich, dass er pegelt. Gut. So, das kann ich jetzt natürlich nicht hier auf den Tisch machen. Ihr entschuldigt mich kurz. Zum Glück ist hier Korkparkett. Der will nicht. Der will partout nicht. Wenn das jemand sieht, dass ich hier... Oh, auch nicht schlecht. Ach Leute, das ist doch alles Bullenscheiße. Also Bullenscheiße im Sinne von Bullshit. Also der will da nicht durch. Ich weiß, es ist ein bisschen doof, dass ihr mich jetzt nicht seht, aber... Gut, also... Erfolg und Siegerehrung. Der eine Bar ist da, wo er sein soll. Der andere Bar hat gesagt, du mich auch, schönen Tag noch, und ist durchgebrochen. Was mich jetzt zu dem Gedanken bringt, einfach den Pin hier wieder rauszuschmeißen. Was natürlich schwer ist, weil jetzt hier ein Bar in seinem Inneren ist. Dafür nehmen wir einfach einen anderen.
Es geht ja darum, der Ba soll ja eigentlich dafür sorgen, dass das alles 1 ist. Alles ist 1, außer der 0. So. Das würde ich sagen. Das glaubt mir kein Mensch, dass ich mit dem Hammer ein Lego-Set zusammenbaue. Aber das Problem ist, dass wahrscheinlich wieder die Toleranzen von den Bars. Hier ist auch leider immer noch. Immer, wo sieht man das? Hier ist immer noch ein kleiner Spalt. Den kriege ich auch nicht weggedrückt. Hier sieht's gut aus. Hier, so lala. Das Problem ist, dass wahrscheinlich die Bars und die Pins, dass da die Toleranzen, also dass da die Fertigung einfach zu einfach Schrott ist. Und ja, deshalb haut das nicht hin. So, Kralle. Warte mal, die soll so, der soll sich so knicken. Und jetzt brauchen wir eine Fünfer. Fünf, hier ist auch fünf. Ja, das glauben wir jetzt einfach mal. Da ist mein Cuttermesser. Ein ganz schlimmer Sound. Gut. So. Ich hätte natürlich jeweils von der guten Seite schneiden müssen. Dann hätte ich immer die schlechte, also die geschnittene Seite wegpacken. Ah, das wäre ja schlau. Ah, guck mal. Ne, daran sieht man, dass ich das richtig gemacht habe, weil sie sagen, ich soll den hier ansetzen und dann soll ich ihn ein bisschen schräg stellen. Und zwar so schräg, dass er genau den Winkel hat von diesen Dingern hier. So, und diese ganze Geschichte wird jetzt an diesem blauen Pin befestigt. Warte mal, und das soll so. Und da ist ein grüner Pin und der dient wahrscheinlich dazu, dass es nicht weiter kippt. Oh, sieht das gut aus. Ich habe das jetzt mal kurz außerhalb eures Sichtfeldes. Ich zeige euch das, wenn es fertig ist. Jetzt bauen wir das gleiche nochmal. In Schwarz-Grün. Ich fasse es immer noch nicht, dass ich den Hammer brauchte. Wahrscheinlich hätte ich auch ein bisschen hier Silikonöl dran machen können. Hätte wahrscheinlich auch funktioniert. Aber gut, so, jetzt muss ich wieder überlegen. Wie wollt ihr das haben mit dem. Man sieht es halt so schlecht. So, da kommt ein schwarzer Pin. Da kommt ein schwarzer Pin. Untere, obere. So. Der kriegt auch einen schwarzen Pin. Warte mal. Zweimal schwarz, einmal grün, zwei schwarze Pins. Das ist wieder die Geschichte. Nur, dass hier jetzt wieder der blaue Pin durchkommt. Ich überlege, ob es vielleicht schlau wäre, wenn ich die Bar von
dieser Seite und von dieser Seite. Der geht schon wieder nicht. Der will schon wieder nicht. Mache ich das jetzt schon? Ich mache das jetzt schon. Sie entschuldigen mich. Ich habe einen Termin mit meinem Hammer. Der geht schon wieder, der biegt sich schon wieder weg. Das geht einfach nicht, Leute. Ihr könnt nicht eine Viererbar in einen blauen Pin reinwürgen. Das würde wahrscheinlich nicht mal bei Lego funktionieren. Glaubt mir kein Mensch, was ich hier mache. Habe ich den nächsten Pin versaut, aber wenn ich nun an einer Sache keinen Mangel habe, sind es Dreier-Pins. Es geht einfach nicht. Der geht genau bis dahin. Okay. Wo ist mein Cuttermesser? Dann machen wir jetzt aus dem Dreier-Pin einen, weiß ich nicht, 3,5er. Problem, das ist eigentlich etwas, wofür ein Cuttermesser nicht geeignet ist. Gut. Aus der berühmt-berüchtigen Rubrik Arschlecken 3000. Nee, falsch rum. Geht einfach nicht. Es geht einfach nicht. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es mit ordentlichen Teilen ginge. Aber so geht's auf alle Fälle nicht. Hallo? Bist du bitte? Moment, es hat sich hier ein bisschen gestaucht und gestaut. So. Okay, jetzt muss ich das erstmal wieder alles so hinbiegen, wie es gedacht war. Ich könnte hier jetzt die andere, die ging ja. Also wie gesagt, zwei durch zwei schwarze Pins, ein Bar durch, mit ein bisschen Nachdruck. Das geht. Wobei das jetzt auch hier ein bisschen... Ne? Also das geht. Ne, der Unterschied ist halt, hier sind zwei, hallo? Zwei. Hier sind zwei schwarze Pins. Da geht die Viererbar Wunder dadurch, wie gesagt, mit ein bisschen Nachdruck. Aber ein schwarzer Zweierpin und ein blauer Pin, da will der Viererbar nicht durch. Sagt er, ist nicht, passt nicht, geht nicht. Ne? Hier sieht man das. Na, man sieht, da kommt ein bisschen Licht durch. Aber egal, das gucken wir uns vielleicht im Review an. Gut, jetzt habe ich ja den Teil übersprungen, wo der Zweier Liftarm und die Vierer Achse mit Stopp und die Sechser Achse ins Spiel kommen. Das holen wir mal kurz nach. Diesmal nach da. Du? Moment. Ich mache es jetzt wieder genau falsch rum. Ich hatte nämlich beim Bauen das Gefühl, wieso mache ich das genau wie auf der anderen Seite? Wieso sagt mir die Anleitung, ich soll es genauso machen wie auf der anderen Seite? Dabei sagt die Anleitung das gar nicht. Tja. Ach so, hier kommt die Achse. Und jetzt muss ich wieder nachdenken. Die... schwarze Achse dadurch und die graue Achse nicht durch die Löcher. Die soll einfach nur so da vor sich hin ödeln.
Leute, was ist hier wieder los? Hier geht schon wieder die Party ab. So, zip. Und halber Liftarm. Der eine geht da drauf. Und der andere verbindet. So, jetzt habe ich ja, das habe ich übersprungen. Der Bar ist drinne, der Bar ist drinne. Nee, 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 du nicht. Du gehst dadurch. Ne, auch hier. Dieser Bar geht durch die zwei Pins, sind hier Pins, ja, hier, durch die zwei schwarzen Pins geht er durch wie ein Lötkolben durch Butter. Das ist überhaupt kein Problem. So, warte mal. Wer soll jetzt wo? Die Kralle kommt in den. Die Kralle kommt an den. Da kommt mein herrlich zurechtgeschnittener Fünfer. Und der schmiegt sich an die schwarzen an. Geht ein bisschen weiter nach außen, damit es besser aussieht. Und das Ganze, den einen habe ich ja... Hier ist ein grüner, klobiger Pin. Und an dem müssen wir sozusagen so vorbei. Und dann klappt das nämlich nach außen. Und klappt hier nämlich quasi an diese Flügel, an diese Fahnen ran. Und ich kann es quasi, ich könnte die so stellen und ich kann sie nach. Warte mal. Das gefällt mir hier. Flop. Okay. Da fällt doch glatt die Bar draus. Achso, ich habe ihn da falsch angebaut. So, und dann kann ich den nach außen klappen und den nach außen klappen. Ja, die sind so ein bisschen... Der ist ein bisschen verzogen. Durch diese Bar-Geschichte. Aber egal. So, ich muss das mal kurz ausrichten, so wie es sich der Erbauer gedacht hat. Aga, der Bauer. Achtung, es wird wieder unscharf, weil kein Autofokus. Da ist das Y. Das dicke, fette, rote Y am Heck. Das soll Rücklicht, Bremslicht, alles auf einmal sein. Gut, seid ihr wieder auseinandergegangen? Ja, natürlich seid ihr wieder auseinandergegangen. Das ist ein Fall für eigentlich für Klebe. Gut, was machen wir noch als krönender Abschluss? Wir bauen noch so einen kleinen Klumpen. Okay. Dafür nehmen wir alles, was wir noch haben. Gucken mal, ob wir das noch brauchen. Alle. 3 Dreierachsen. Ich habe sogar 4. Na, wer weiß, wo noch überall kommt. Also, wir fangen an mit so einem. Da kriegt eine Dreierachse quer und eine längs. Da kommt dann. Ach so, nee, wir bauen das zweimal. Bin ich verwirrt. Du kriegst auch eine Dreierachse quer, aber die kommt auf den Pin. Moment, jetzt wird es langsam wichtig. Da wird es wichtig, wie die Ausrichtung ist. So, so. Ist wieder alles wackelig hier. Du kriegst auch eine Dreierachse. Und jetzt verbindet sich das hier alles irgendwie. Es hat halt wieder alles keinen Halt. Also einiges hat keinen Halt. Na. So, die Achse könnte ein bisschen weiter rüber gucken.
Blauer Pin. Dieses Ding kommt zwischen die Flügel. Drückt damit die Flügel nach unten außen, so jetzt kann ich sie nicht mehr nach oben klappen. Moment. Moment, Moment, Moment. Warum stehst du da in so einem komischen Winkel? Ist besser. Da läuft nämlich sozusagen von dem Y die eine Achse läuft dagegen. Gut, was mich jetzt ein bisschen stutzig macht, obwohl wir hatten ja schon Sachen über. Also wir haben jetzt hier noch eine rote Achse übrig. Wir haben zwei einer Lift. Das macht mich ein bisschen skeptisch, weil das klingt nach Symmetrie, als hätte ich irgendwo links und rechts wieder was vergessen. Da könnten wir jetzt natürlich den ganzen Bauabschnitt einmal durchblättern. Das ist 3. Wo begann denn? War das 4? Hier, blätter mir noch mal kurz durch. Keine einer Liftarme. Wobei, also ich glaube, selbst wenn ich die irgendwo vergessen habe, die kriege ich jetzt, glaube ich, nicht mehr angebaut. Die vielleicht vergessen? Die habe ich tatsächlich vergessen. Und ich kann sie noch nachträglich einbauen. Ich bin begeistert. Ich bin sowas von begeistert. Und es gibt auch ganz viel Sinn, dass die da sind, wo sie sind. So, Leute. Es wäre ja auch kein schöner Abend, wenn ich nicht wieder sowas vergessen hätte. Ich habe jetzt ein bisschen viel abgebaut, so viel wollte ich gar nicht abbauen. So, den muss ich wieder da hinsetzen. So, das ist nämlich an einer Stelle, wo wir vor gar nicht so langer Zeit waren. Habe ich sie hingeschmissen. Das ist wieder legendenbildend. So. Erinnert ihr euch, wie ich gesagt habe, ja, da sind ja diese schrägen.
das ist ja ein bisschen tricky und ich bin mir nicht sicher, ob das überhaupt so legal ist. Ja, es war deshalb auch nicht legal, weil ich diese eine Liftarme vergessen habe. Weil dadurch die ganze Halterung eine Etage zu tief ist. Und wenn ich jetzt diese eine Liftarme da anbringe, dann bewegt sich etwas nicht so weit nach unten wie vorher. Okay, das war jetzt sogar noch pfiffiger. Ach, das wäre ja auch zu einfach gewesen. Diese Winkel hier, die gingen eben schräg nach unten, weil das Ding viel tiefer war. Weil hier, da drinne fehlt in einer Liftarm, um das Ganze höher zu schieben. Und jetzt ist es nämlich auch wirklich, wo kann ich jetzt gucken? Da kann ich gucken. Ich muss warten, bis der Stream soweit ist. Ne? Jetzt sieht man auch richtig, es ist ein bisschen dunkel, jetzt sieht man hier halt, zack, 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 das ist quasi 1, 2, 3, 4, 5, also wie so ein Fünferstern ist das quasi. Ach, und ihr da vorne, ihr seid noch da, wo ihr hingehört. Gut. Puh. So weit, so gut. Das war Bauabschnitt 4. Ja, Bauabschnitt 5 liegt hier schon aus den Tüten herausgeholt. Werde ich dann, wenn ich dran denke, morgen mal wieder auf die jetzt frei gewordenen Gefäße verteilen. Den Hammer packe ich wieder. Ne? If I had a hammer. Aber ich hatte ja versprochen, dass wir nochmal einen Blick werfen. Warte mal, hier, da. 5. Einen ganz kurzen Blick. Zeige es jetzt nur hier, weil das kiept bestimmt, wenn ich das vor meinem... Ist genau so eine Tüte, wie wir hatten. Und nur mal so als Teaser. Bremsscheibe. Also wir haben schon mal 3 Bremsscheiben. Wir haben ein schmales, goldenes Rädchen. Wir haben ein breites, goldenes Rädchen. Wir haben ganz bescheidene Federbeine, nenne ich es mal. Und wir haben ein im Verhältnis dazu bescheidenes Federbein. Die Anleitung zeige ich euch nicht, weil die würde zu viel spoilern. Aber das wird das nächste Bauprojekt nach dem aktuellen. Spoiler, die Aufbauanleitung hat auch wieder Errater, hat auch wieder ein Blatt mit nee, nicht so auf Seite so und so, nicht bauen, wie wir sagen, sondern so, wie wir meinen. Also es ist auch wieder schön, dass... sagt schon wieder einiges über die Qualität des Sets aus. Also ich sag mal, das hier, was ich gerade baue, ist ja irgendwie Moju-Block und das andere ist K-Box, wenn ich das richtig erinnere. Es ist, glaube ich, man sollte wirklich eher bei Mold King, Kader, vielleicht noch Tiagole oder wie die heißen, bleiben. Bei Klemmbaustein vielleicht noch so, gibt's sicherlich auch noch, aber bei Technik zu diesen ganz exotischen, wir sehen ja, was daraus wird. Ich fange an mit einem Hammer irgendwie. Gut, das hat nichts mit der Konstruktion zu tun. Das hat damit zu tun, dass die Teile einfach so schlecht sind. Weil ich bin mir sicher, ein Original Lego Bar wäre wunderbar auch Bar in sowas. Ne? Ich kann ja mal gucken hier, ich habe jetzt hier noch Richard Hose. Ich weiß ja nicht, ob das der gleiche Durchmesser ist. Ne? Aber genau, der geht halt auch bis dahin. Und ich sehe, er geht nicht bis dahin, wo er eigentlich gehen müsste. Also irgendwie ist da eine Sperre.
Ich weiß jetzt nicht, ob das an den Pins von denen liegt, aber man sieht, hier ist ja so, hier sind ja so Schlitze drinne und der geht halt nicht so weit, wie er gehen müsste, wenn er komplett da drin verschwinden sollte. Naja, das Drama. Gut. Tja. Wunderbar. 1,30, 1,31, irgendwas ist egal. Gut, ja, war ja heute, war ich hier sehr alleine. Niemand im Chat, aber kein Vorwurf, also ist nun mal so. Zwischendurch haben mal Leute reingeschaut. Ich bin mir sicher, der eine Zuschauer ist da drüben mein Stream-Manager und die ab und zu mal vorbeischauenden zweiten Zuschauer haben sich wahrscheinlich gedacht, was zur Hölle macht der Mensch da? Aber gut. Jedem Tierchen sein Pläsierchen. Gut, genug philosophiert, ich mach Feierabend.